Mein Name ist Gemma Pürzgen, ich bin Journalistin und habe vor mehr als 20 Jahren zusammen mit Kollegen Reporter ohne Grenzen in Berlin gegründet und bin Vorstandsmitglied. Diese Fotobücher begleiten unsere Arbeit eigentlich von Anfang an und über die Jahre ist es eben eine gute Tradition, dass Fotografen und sehr namhafte Fotografen uns ihre Bilder zur Verfügung stellen für dieses Fotobuch, dass wir Autoren gewinnen können, die dann wiederum Texte beisteuern. Es ist eben so, dass in den vergangenen Jahren die Leute, die bei Startnext gespendet haben, dazu beitragen konnten, dass unsere Druckereikosten zum Beispiel finanziert werden konnten. Ein wichtiger Bereich unserer Arbeit ist natürlich die Nothilfe. Wir hatten über 600 Fälle seit 2010, wo wir einfach sehr konkret helfen konnten, sei es damit eben einen Anwalt zu besorgen, zu helfen, das Land zu verlassen, einen Prozess zu begleiten oder eben auch Kollegen, die eben schon bereits in Deutschland angekommen sind und flüchten mussten, eben hier zu helfen bei Asylverfahren oder eben der Aufenthaltsgenehmigung. Ich bin Ahmad Barakizadeh. Ich bin Karikaturist, Journalist, Bildhauer. Meine Kollegen, die Journalisten, sie haben eine sehr schlechte Situation. Sie haben Probleme, sie sind im Gefängnis. Und es ist sehr schlimm, wenn ich sehe, ich kann nicht machen etwas für ihn. Nur ich kann arbeiten als Journalist und sage, was sie wollen. Und sie schicken mir die Information, dass ich sage die Welt. Ich liebe meine Heimat, aber total ich vermisse nicht. Wir brauchen eure Mithilfe. Unterstützt uns bei Startnext. Wir haben auch viele schöne Dankeschöns für euch. Und wenn ihr euch für das Fotobuch entscheidet, dann bekommt ihr es auch vor allen anderen.